Eine Hütte mit Seeblick, wo wir guten Morgen jeden Morgen aufwachen. Ein guter Morgen auch mit diesen Bergen und mit diesen seltsamen, kranken Bäumen. Also ich möchte hier keine Hütte haben. Zumal es entweder jemand gerade ertrinkt, unter Wasser furzt oder irgendwo ein Gasleck ist oder irgendwas Ekliges auf jeden Fall gerade passiert da in der Mitte. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Wir spielen einfach mal. Lakeview Cabin. Okay. Scheinbar sind wir ein... Typ. Der ziemlich... Okay, tschüss. Warum läufst du weg? Was ist das? Der nicht nur eine Cabin hat, sondern mehrere Cabin. Und ein sehr Klischee-Baumfäller ist. Oh, das ist wirklich eine kleine Cabin. Wie süß. Okay, macht irgendwie nichts. Ich will noch nicht schlafen gehen. Also ich kann hier was aufheben. Oh nein, ist das Problem mit Z und... Was habe ich überhaupt? Was mache ich jetzt damit? La 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 la. Ich habe all mein Essen weggeworfen. Und ich mache Wasser, weil ich für Wasser brauche. Was ist das? Ah, das ist eine Flasche. Das ist Alkohol oder sowas. Ah, Alkohol ist schlecht. Oh, Alkohol ist schlecht. Alkohol soll hier stehen bleiben. Ein Eimer. Wofür brauchen wir einen Eimer? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Aber wir brauchen Eimer für Wasser. Oh, das war gefährlich. Wo läufst du überhaupt hin, Reh? Da ist nichts. Okay, warte, wir machen jetzt... Nein! Ich brauche Wasser. Yeah, ich habe Wasser. Ich habe ein super Rätsel gelöst. Braucht jemand Wasser? Da sind Bienen, die wollen mich bestimmt auch umbringen. Ich brauche bestimmt hier Wasser. Da ist doch was. Seht ihr das da oben? Da leuchtet was. Aber ich weiß nicht, wie man springt. Scheinbar kann man nicht springen. Okay, was soll's. Was ist das? Eine Axt. Damit kann ich jetzt hauen. Keine Bienen in meiner... mein Cabin. Meiner Insel. In meiner Insel, auf meiner Insel hier. Warte, vielleicht kann ich ja auch das hier zerstören. Yay! Jetzt kann ich die fallen lassen. Die fallen lassen. Ich kann sie fallen lassen. Ich nehme mir das hier und mache mein Feuer an. Oh, ist das schön. Was ich überhaupt nicht hier brauche. Weil... Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Weil ich jetzt auch... Weil ich... What the fuck? Da war eine Bitch. Eine Geisterbitch? Okay, warte. Oh yeah. Achso, warte. Es ist zu hell. So, besser. Schön warm. Bist du jetzt zu rallig oder was? Was ist das für ein Bild da oben? Okay, bin ich das? Also, weiß ich nicht. Er kann scheinbar noch nicht schlafen. Okay, dann schlafen wir noch nicht, sondern... kümmern uns um... Es ist so blöd mit den Tasten. Ich müsste jetzt... Ich weiß aber nicht, wie ich es umändern soll jetzt. Ich brauche also... Okay. Wasser ist böse. Was leuchtet denn da?
Wartet. Mann, ich kann das doch sehen. Verarscht mich doch jetzt nicht. Okay, gehen wir hier hin. Ah, ich habe eine abgeschlossene... Okay, klar. Abgeschlossene Hütten. Warum auch nicht? So, okay, was ist das? Soll ich da mal raufhauen? Ah. Was ist das jetzt? Ah, Taschenlampe. Brauche ich nicht. Das andere habe ich weggeschmissen. Ah, da läufst du hin. Oh. What the fuck? Nudity. Aber mit dem Alkohol kann ich bestimmt... Jetzt laufen wir halt nackt hier rum. Wenn man die Proportion mal vergleicht, hat dann ziemlich... Naja, okay, schon gut. Nicht trinken! Ach, jetzt ist meine Steuerung invertiert. Sorry, du sollst es da rein tun. Okay, nackt ist sowieso blöd. Ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Bist du nie müde? Bist du Jack Bauer oder so? Okay, was soll's. Da, bewegt sich was. Ich sehe es doch. Ah, ich kotze noch ein bisschen. Okay, dann... Der Generator. Was mache ich mit dem Generator? Ah, das ist eine Sauna. Ja, schön breitbeinig. Begutachtet alle sein Gemächt. Und ja, er ist echt rothaarig. Dafür brauchen wir nochmal Holz. Komm mal her. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Das ist eine Sauna. So. Nehmen wir uns Holz mit und haben ein bisschen Spaß in der Sauna. Also ich stelle mir das ja mal bestimmt mal ganz gemütlich vor. Einfach mal so alleine, aber auch relativ schnell langweilig. Puh, ah, Sauna. Auch sowas Langweiliges. Ich wollte einmal eine Sauna, aber die waren dann immer so nazihaft mit den... Nicht mit Handtuch. Und ich bin nicht gerne nackt. Und dann habe ich mir... weiß nicht. Nein, warte. Im einen war kein Handtuch und im anderen war kein... keine Badehose. Das war so ein öffentliches, wo ich denke, warum darf ich nicht mit Badehose in die Sauna? Was ist daran so schlimm? Ich gehe danach sowieso wieder raus baden. Warum darf ich nicht... Wen stört das? Okay, gehen wir ein bisschen baden. What the fuck? Press O to summon her. Oder 0? Press R to retry. Was ist das rechts? Warum hat die Schlampe... Die Kuh hat mich gerade umgebracht. What the fuck? Wow. Ah, was soll's. Ich muss schnell ins Wasser. Ich muss schnell ins Wasser, die Bienen töten mich. Die Musik hat sich geändert. Wieso hat sich die Musik geändert? Faszinierend, das Spiel. Ich summon sie. Oh. 0. Oh! Ist O woanders? Shit! Leute, ich guck ganz kurz nochmal nach, wie ich das umstellen kann. Gut, hab umgeschaltet auf Englisch. Jetzt kann ich, denke ich mal, auch viel einfacher mit O. Summon ist. Na, okay, was soll's. Jetzt muss ich halt gucken. Mit O. Nein. Aber Set ist jetzt da, wo es sein soll. Dann muss ich jetzt gucken. Achso, es wäre. Ja, dann komm mal mit. Oh!
Habe ich vorher O gedrückt? Bestimmt nicht. Oh. Was ist passiert? Was ist passiert? Habe ich mich gerade selbst umgebracht? Press O to summon her. I press it. Jetzt schleppt sie mich weg. Was ist dahinter? Wir werden es rausfinden. Muss ich sie besiegen? Ich weiß es nicht. Jetzt kommt auch kein Mu mehr. Ich verdrück mich immer. Nein, du sollst rausgehen. Nimm mit. Ich will wissen, was da drin ist. So. Was ist das? Okay. 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 There it is. Ich. Das ist natürlich sehr lustig jetzt. Ah! Okay. Komm mal her, Bitch. So. Ah, nein. Ich habe sie gesummoned, aber eigentlich wollte ich warten, bis sie kommt. Oh, du hast mir weggenommen. Dumme Kuh. Ich wollte mit dir in die Sauna. Fall runter. Fall runter. Dammit. Fall runter. Wann fällst du runter? Was muss passieren? Ich blute. Und ich habe Bienen im Gesicht. Bienen und Blut. Bienen und Blut. Dumme Kuh. Und Wind. Fall runter. Nein, ich fall nicht runter. Ich gehe einfach auf Toilette. Oh. Puh, erstmal ein Abdrücken bei diesem Schreck mit den Bienen. Da ist ein Schlüssel oben. Ah, nein, nein, doch nicht, während ich gerade... Oh. Ich war gerade am mein Geschäft verrichten. Wie kannst du nur? Okay. Nein, schon wieder. Retry. Ich kann immer noch nicht springen. Das nervt mich ziemlich. Okay, der Schlüssel ist hier. Es fällt runter, okay. Soll ich hier mal gucken? Auf der Seite, was da ist? Tschüss. Ah ne, ich brauche die Axt ja noch. Hehe. Ich habe ja Zeit. Ich bin, keine Ahnung, Rentner? Baumfäller? Ich, keine Ahnung. So, auf jeden Fall habe ich sie geholt und dadurch habe ich sie getötet. Also hat sie das arme Reh getötet, was sehr, sehr gemein ist. Das arme Reh ist auch so auf der... Ich guck dich an, du Sau. Ich guck dich an, du Sau. So, mit dem Alkohol weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll, muss ich zugeben. Aber wir holen uns erstmal das andere. Ja. Yeah. Weil einfach öffnen ist ja langweilig. Sind nicht für Männer, ey. Aber warte mal, wir brauchen das aber auch. Komm mal her. Wir bewerfen dich gleich mit allen Sachen. So, so. Oh, du bist schon wieder da. Na dann. Ja, noch ist ja Zeit. Gucken wir mal, was links ist auf unserer schönen Insel. Ah. Titten.
Die eine hat aber keine Beine. Was ist mit der los? Die in der Mitte. Oder hat sie sich nur hingekniet? Oder sind die Beine, sind die Titten so schwer, dass sie in den Sand eingegraben, also eingebrochen ist? Auf der Seite sind Titten. Warte mal, warte mal. Das müssen wir doch ganz anders machen. Wir können das auch hochheben. Wir können also den auf sie werfen. Da gucken wir doch gleich mal. Also, Titten gucken müssen wir ganz anders machen. Nein, ausziehen. Nein, 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 besaufen. So, jetzt brauchen wir... Ach Mist, jetzt habe ich das Holz nicht gehackt. Verdammt. Aber das ist ja kein Problem. Wir nehmen die Axt. Ach, hör auf jetzt. Wird schon. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Denken uns so besoffen, so, oh, ein bisschen geil bin ich schon, ne? Und dann gehen wir hier hin. Durch unsere Kotze. Wir müssen ja ein richtiger Mann sein. Nimm das hier mit. Oh yeah. Gehen damit hier rein. Und leuchten uns hoch. Wie krieg ich den beschissenen... Nimm das hier wieder auf und... Da ist nichts. Nein! Puh. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, shit. Nein, du sollst... Fuck. Shit, Kacke, Mist. Fuck. Jetzt machen wir das ganz schnell. Wir laufen hier rüber und sagen uns, oh, hier, ah, super. Dann hauen wir das hier ein. Nehmen uns das hier. Werfen es auf das Dingen rauf. Wir können aber nicht weit genug werfen, weil wir schlecht sind. Ziehen unsere Sachen aus. Lassen das Bier einfach mal sein. Müssen aber hier rein. Nee, da war, glaube ich... Ach, scheiß drauf. Müssen wir trotzdem hin. So. Nein, nicht schlafen gehen. So. Aber warum nicht nackt rumlaufen, ne? Warum nicht? Ist ja so gesehen alleine hier. Jetzt nehmen wir uns die hier und nackt. Ich finde die ganz schön hässlich. Guck mal hier, die in der Mitte Überbiss, die rechts hat eine scheiß Frisur und die links... Die ist zu 30% Titten. Oh, erregt findet er das aber nicht wirklich. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir brauchen unbedingt diesen Schlüssel. Okay, holen wir uns die Flashlight. Lol, lol, lol. Ah, warte. Wofür brauche ich das? In welche Richtung muss ich Platz machen? Just asking, weil wenn ich jetzt nochmal neu mache, muss ich halt gucken, wo hier rüber vielleicht? Oder muss ich sie überfahren? Geht es darum, dass ich alles vorbereite, um sie zu überfahren? Wofür denn den Eimer Wasser? Aber okay, machen wir das. Wir bereiten jetzt alles vor. Das hier wird... So. Nein. Wieso fällst du nicht mehr? Okay, das war eine dumme Idee, das zuerst zu machen. Das hat mich ziemlich schnell genervt. Okay. So, das ist runtergefallen. Sehr gut. Weiter geht's. Wenn wir das nicht zerdeppern, haben wir zwei zum Schießen. So, dann brauchen wir das Licht vielleicht, um sie nachts zu erschrecken oder so. Nicht hinlegen. Ich könnte mich auch hinlegen. Vielleicht treibt sie es dann mit mir, bevor sie mich tötet. Wäre auch mal
wäre auch mal was Schönes. So. So. Na, wie die alle aussehen hier, ist das nicht wirklich schön. Haha! Bier muss ich gucken. Eimer. Nein, nicht wieder. Warum wirfst du den, wenn ich... Nicht werfen! Einfach... Sehr gut. Und jetzt, das wird jetzt... Kann sich nur noch Stunden handeln. So... Scheinbar macht das nichts aus. Nein. Schütten wir gleich mal rein. Schütten wir gleich rein, keine Sorge. So. Dann brauchen wir hier noch... So. Gut. Dann wollen wir doch mal. Dumme Kuh. Was soll ich mit dem Wasser machen? Okay, sammeln. Mano! Warum wirst du nicht getroffen? Dumme Kuh! Horrorfilm. Wirklich der ganz besonderen Art. Okay. Achso, ich kann absteigen, während es weiterfährt? Wir probieren das mal. Ah, okay. Das heißt, so können wir sie einmal treffen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich zugeben. Das hier ist klar... Idiot. Aber da haben wir noch gar nicht ausprobiert, ob wir das auch hochheben können. Jo, können wir. Sehr gut. Das heißt, wir haben da schon drei. Der Schlüssel wäre ganz gut, aber da muss ich nachgucken. Oh. Lad sie doch ein. Dann können sie zuerst sterben. Oh, ich denke, man muss da rein irgendwie. Also, ich glaube, man muss hier irgendwie an den Schlüssel kommen. Aber was könnte noch einem helfen? Weil ich kann nicht springen. Oh, can I? Nein. Das gleiche gilt... Ich könnte vielleicht das. Oh, warte kurz, ganz kurz. Da muss ich natürlich vorher das hier wegnehmen. Das hat sie auch nicht getroffen, ne? Ich konnte es durchschneiden. Aber das trifft sie nicht. Ich denke mal, das Wasser muss da dann irgendwie hin. Aber ich verstehe nicht ganz. Weil... Ich muss das irgendwie rüberbringen. Aber jetzt erstmal. Jo. Fahr einfach durch. Dummes. Oh, ich habe sie gesehen. Sie wollte mich.
Sie wollte mich. Sie wollte mich. Soll ich ein Boot bauen? Willst du mich nackt? Soll ich einen Tee machen? Ich kann keinen Tee machen, es tut mir leid. Oh, warte! Natürlich! Oh, ich bin so doof. Wo ist das Holz? 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 Ach, eine Sauna braucht natürlich auch Wasser. Of course. Was es alles bringt, keine Ahnung. Aber, guck mal. So. Hat was gebracht? Man muss das ja oben rauf tun, ne? So Wasser. Aber ich sehe jetzt gerade nichts mehr. Nochmal Wasser. Hier kannst du haben. Ah, da muss man auch mal pinkeln. Geht doch. Ah, geht doch. Man muss nur von Weitem immer das Wasser werfen. Denkt dran. Und das hat mir jetzt was gebracht? Außer ein Sauna-Effekt und Schimmel. Yay. Mir geht so viel besser. Mir geht so viel besser. Hier kannst du haben. Hier kannst du haben. Hier kannst du haben. Oh, shit. Ich kotze in bei ihr rein. Ich kotze dir in den See. Ich kotze dir in den See. Ich kotze dir in den See. Das mögen die Fische sehr. Kotz nochmal. Ach, was soll's. Oh, nein. Oh, jetzt hat sie Kotze verschwendet. Oh, nerv nicht. Ich bin total unvorsichtig und... Oh mein Gott, ich habe einen Schlüssel gefunden. What the fuck? Ich bin unvorsichtig und haue mit der Axt rum, während ich nackt bin und besoffen und in der Sauna war. Oh yeah. Gasoline und... Was ist das? Ja, das ist ein... Ich habe irgendwas eingesammelt. Was habe ich eingesammelt? Ja, ja, Bier und so ist egal. Ich habe Gasolinen. Ich habe Gasolinen. Nach was geht das? Okay, das. Ich kann hier besser einfach alles aufmachen. Nicht anziehen. Was bist du denn für einer? Was mache ich denn mit der Gasoline? Das kann ich bestimmt anzünden. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht gibt das ja eine Explosion. Explodier! Muss ich raufhauen? Dammit! Ich hab Spaß, Spaß, Spaß. Ich hab Spaß, Spaß, Spaß. Was war das? Hab's mitbekommen? Irgendwas ist, gewesen. Irgend Wasser. Irgendwas im Wasser. Okay. Aua. Ja, 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 ich bin, hab mir aber gerade meinen... Nee, der Penis ist noch in Ordnung. Schon gut. Was habe ich denn aufgesammelt? Vielleicht heilt mich das ja wieder. Oder auch nicht. Schnell wieder Gasoline in die Hand nehmen. Explodier! Hehehe.
Ich kotze dich an. Ach so, das kann ich auch benutzen. Nein, ich wollte ins Wasser. Zieh mich mal links ins Wasser. Okay, Leute, wir haben einiges rausgefunden, aber ich weiß nicht. Wir können auch einmal jetzt was gucken. Wenn schon, dann schon vor euch jetzt mir das alles Spoiler oder so. Gucken wir uns jetzt mal, weil ich will wissen, wonach das eine da geht. Hahaha. Ja, ja. Oh, gut, dass man den nicht benutzen muss, finde ich. Oh. Na, aber ich bin ja auch Alkoholiker und so und ne. Gut, weil es hat, wenn es Mu macht, dann wird die getötet. Wenn es Mu macht, wird eine Kuh getötet. Und da, warte mal, ich gehe mal ganz nah ran. Was ist das? Was ist das? Das sieht aus. Ein Ring? What the fuck ist das? Okay. Wir. Nein. Nein. Oh, bitch, please. Ich brauch das andere jetzt. Gasoline. War richtig. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleib stehen. Scheinbar war das richtig. I don't know why. Aber es war richtig. Du bleibst jetzt mal hier. Ich fahre nämlich das Teil jetzt mal hier rüber. Boah, schon wieder. Warum habe ich Sachen an? Also. Das nehme ich hier rüber und dann gucken wir mal, ob das hängen bleibt. Achso, ja, Entschuldigung. Die Vibration ist so schön, die Vibration macht so Spaß, die Vibration ist das Schönste am ganzen Gas, die Vibration ist so toll, die Vibration geht voll, die Vibration... Was ist das eigentlich für ein seltsamer See? Warum kann ich überhaupt stehen? Die Vibration. Die Vibration. Da möchte. Ah, ich hab's schon wieder nicht gesehen. Fick dich. Ah, okay. Selbstmord. Selbstmord. Okay, wir gucken noch einmal. Was das ist, dieses rote Teil. Das sieht aus wie so irgendwas für irgendein Gerät. Warum gibt es da nirgends einen Tipp, dass er das da versteckt hat? So, was ist das? Das sieht aus wie Feuerzeug oder so. Nee, das macht ja keinen Sinn. Ah, er hat sofort kaputt gemacht, als er rübergefahren ist, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder er fuhr einfach besser. Oh Mann, oh, blöde Kuh. Doofes Spiel. Ich will das jetzt können. Was ist das für ein rotes Teil? Ach. Oh, ich... Idiot, ich bin so ein Idiot. Ich möchte wissen, was das für ein Schlüssel ist. Ich sehe es doch. Es ist doch jetzt nicht so, dass ich es nicht sehe, Leute. Hallo, kannst du mal rüberrufen, um Hilfe beten oder so? Du bist gerade am Sterben.
Aber warte mal. Die Waffe. Wisst ihr? So, heil dich mal. Weil eine Fleischwunde, da einmal schlafen und alles wieder gut. Oder auch nicht. Da, eine Waffe. Nimm die Waffe, fuck, nochmal. Das waren bestimmt hier für die Waffe. Patronen. Jetzt, wie komme ich da hin? Ach, Leute. Ein lustiges Spiel. Wirklich sehr lustig. Aber ich werde mich jetzt umbringen. Dumme Kuh. Nein! Ich wollte O machen. O Maria. Wir gehen jetzt rüber. Und gucken. Oh, wir wollten ins Bett. Mit ihr. Das machen wir noch. Warum tut sie das? Was hat das Reh ihr getan? Blöde Kuh. Die Schönheit im See. Moin! Ich bin im Bett. Du wolltest doch mich im Bett haben. Blöde Kuh, Teaser. Wir haben Schlüssel jetzt nicht. Ist lustig. Ah, okay. Hilfe! Hilfe! Okay, du bist langsamer als Bobby. Hilfe! Ich bin angezogen. Ich mag das gar nicht. Bienen! Bienen! Blonde! Bitches! Bienen! Bienen! Ich bin unbesiegbar! Blonde! Bitches! Ich hab das Spiel gewonnen! Ich komme zwar nicht weg, aber wenigstens kann ich mir die ganzen nackte Frauen, da seltsame nackte Frauen angucken, während mich diese verrückte Bitch mit Bienen um den Kopf angreift. Ich guck mal nach, was wir machen sollen und dann gucken wir mal weiter, ne? Ching, 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 der Hintergrund ist unheimlich genug. Und das Wasser ist so still. Und es wird dunkel und ich habe eine Aura und sie nicht. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Tu mir doch was. Tu mir doch was. Bitch, 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 bitch. Bitch, 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 bitch. Komm doch. Arschiloch. Kannst ja eh nichts machen. Okay, bis dann. Tach, da bin ich wieder. Eigentlich haben wir schon fast alles richtig gemacht. Also ich habe... Eigentlich war alles schon ziemlich gut. Eins war logisch. Eins nicht so logisch, aber da kommen wir jetzt zu. Zum Beispiel mit der Waffe war schon richtig. Wir sehen, das haben wir auch schon gesagt, dass wohl seine Frau ist. Ich weiß nicht warum. Sie ist scheinbar ertrunken oder sowas und er hat Alkohol getrunken. Ich habe mir nichts durchgelesen dazu. Das heißt einfach nur... die Geschichte ist ein bisschen versteckt und nach dem Bild zu urteilen, kann er nicht schlafen und ist traurig und aber sie will ihn holen. Vielleicht hat er sie umgebracht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall können wir das, wo ich den Fehler gemacht habe, ist, wir können das so runterholen, das ist auch gut, ist aber nicht so wichtig. Wichtiger ist was anderes, den Schlüssel links, den brauchen wir gar nicht. Das ist der gleiche Schlüssel wie hier. Den können wir aber holen, indem wir da drin eine mit der Axt was zerdeppern. Man kann aber auch einfach nur was werfen. Das heißt, die Waffe haben wir. So, dann, wir können auch das einfach nur werfen. Okay, oder auch nicht. Brauchen wir aber alles nicht. Was wir noch machen könnten, das zeige ich euch danach. Oder, nö, soll ich jetzt zeigen? Ich zeig's euch jetzt. Wir können nämlich auch total durchknallen und einfach erstmal hier alles holen.
Und wenn wir nämlich das ganze Zeug, ich erkläre euch das andere auch gleich. Nein! Dammit! Ah, okay, nochmal Glück gehabt. Wenn wir nämlich das ganze Zeug hier hin tun, dann ist die Bienen nützen nichts. Und hier reintun. Und noch einen reintun. Und noch einen reintun. Und jetzt noch einen reintun. Brennt es. Ah, es brennt. Es brennt. Nein. Schnell, schnell ins Wasser. Puh, jetzt bin ich verstümmelt. Das ist ziemlich eklig. Und das Haus ist weg. Mit der Waffe. Wir können es nicht mehr schaffen. Aber wir können, ich kann dir was anderes zeigen. Wir können nämlich noch das verstümmelt und als Monster das Reh hier sammeln. Dafür geht man mit dem Eimer. Geht man hier so, das weiß ich auch nicht, ob das Sinn macht, aber okay, muss Zufall sein. Geht man hier so lang und es fällt runter. Und dann wirft man den Eimer da rauf, nimmt die Bärenfalle, legt es dahin, wo er erscheint, wo das Viech lang läuft, holt die Axt, geht wieder zurück. Achso, warte. Ich habe vergessen, dass man es aktivieren muss. So. Und dann hängt er fest. Und dann köpft man das Reh. Dann nimmt man das Reh und tut es in einen Ofen. Wir haben nur noch einen. Aber wir können es jetzt kein Essen machen. Weil wir den einzigen Ofen, den wir benutzen hätten, tun könnten, abgefackelt haben. Das ist alles super eklig. Deshalb kriegt meine Ehefrau... Bitteschön. Nom nom nom. Scheinbar, da hinten hat es doch geblubbert. Ich verstehe das nicht ganz. Schnell nackt machen. Hat, oh, das sieht ja super aus. Hat, ich frage mich, ob sie da zusammen hingegangen sind, weil sie sieht ja noch frisch aus. Und dann ist sie vielleicht dahin gegangen. Dann hier die Binoculars. Nein, jetzt habe ich die jetzt. Ich wollte doch nachgucken. Ach doch, ah, ich habe noch. Gucken wir mal. Da. Das könnte ein Boot gewesen sein. Er kann nicht schwimmen, deshalb springt er mal wieder raus. Kann es das sein? Sie sind in ein Boot gefahren, deshalb die Stege. Und er kann nicht schwimmen. Aber warum guckt er denn so glücklich? Also verbrannt, aber glücklich. Mit dem Boot sind sie hingefahren, sie ist untergegangen, warum auch immer. Weil er vielleicht besoffen war und nicht aufgepasst hat, irgendwie sowas. Und jetzt holt sie ihn, weil er eh nichts machen kann. Die beiden waren auf jeden Fall zusammen und dann glücklich. Ich verstehe das nicht. Was ist passiert? Warum immer dieses... Ach, hier, Schatz. Kannst du angucken. Oh mein Gott, ich werde jetzt total creepy rüber gucken. Noch irgendwas, was ich euch zeigen kann? Wie gesagt, hier drin einfach nur ein... das ist ganz langweilig. Das ist einfach nur Holzhacken. Ah ja, die Schmerzen sind auszuhalten. Oh, das ist ekelhaft. Das sind wie Kleinwüchsige mit Riesentitten. Ach. So. Und, sterbt alle. So. Sonst noch irgendwas? Ach ja. Und jetzt zeige ich euch die verschiedenen Wege. Ich habe mir nur die Wege angeguckt, wie man umbringt. Damit kann man wirklich, das waren wirklich für die Kanone, also für die Waffe. Und das andere ist was anderes. Also retryen wir jetzt und machen erstmal die schnellste Art und Weise, wie man sie umbringen könnte. Das hatte ich nämlich auch schon richtig. Ich habe es mir viel zu kompliziert gemacht. Ich dachte, jetzt muss man jetzt alles auf einmal machen. Nein, ich hatte es schon richtig. Man macht das hier, dann macht man das hier. Das hier, das hier und summon sie. Nein, ich bin so doof. Warum drücke ich R?
leid, Leute. Man muss das Wasser rauf tun, aber man muss, ich muss wissen, wo ich stehe. So, dann muss ich das hier. So, na, kommt drauf an, wo ich stehe. Und dann muss ich hier auch den Kopf abhacken. Das ist doch schön. Ich verstehe das nicht ganz, warum es... Naja, ist egal. Ich denke mal hier. Ja, perfekt. Wow, danke. Komm, Frau. Komm, Frau. Scheiße. Scheiße, Frau. Du bist eine Scheißfrau. Und damit kann ich nicht sie umbringen. Ich kann sie nur auf drei verschiedene Arten umbringen. Mit der Waffe, elektrischen Schlag oder ich kann sie auch in die Falle bringen. Wie ein Reh halt. Sie ist mein Reh. Ich denke mal, das ist irgendwas hier symbolisches. Nee, und so. Warum ging das jetzt nicht? Weil sie nicht drin stand oder weil ich nicht getroffen habe? Ich gehe mal von hier. Hier. Nee. Das schaffen wir. Wir bringen meine untote Frau um. Spaß für die ganze Familie. So. Vielleicht muss ich sie nass machen. Das könnte natürlich auch sein. Aber okay, gucken wir mal. Stellen uns hin. Holen sie schon mal. Ja. Und warten. Da bist du ja. Nein, nein, nein. Stirb. Ah! Jetzt kommt Embryo raus. Und das Embryo will mich töten. Dammit! Embryo hat mich getötet. Scheiß Embryo-Dingens kann man auch auf verschiedene Art und Weise umbringen. Nämlich, wir nehmen die ekligste Variante, wie wäre das. Dafür, wir könnten auch das hier auf ihn raufwerfen, da müsste man aber werfen. Dafür machen wir das hier. Meine Fresse. Wir brauchen also hiervon ein. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Nehmt das hier raus. Ach, weil ihr seid, schießen wir jetzt die Frau tot, oder? Dann sind wir auch gleich hier. So, das brauchen wir trotzdem, um sie abzuschlachten. Da brauchen wir die Shells. Das nehmen wir auch mit. Weil, aber das ist sehr gefährlich, weil sie dann sehr brennt. So, das brauchen wir nicht. Haben wir alles? Sind wir bereit? Nein, wir sind noch nicht bereit. Ich muss jetzt noch damit das, die Kanone holen. Nicht vergessen. So. Habe ich die Shells jetzt geholt? Ah, fuck. Ich bin so schlecht. Mann. So. Falls ich nicht treffe. Was soll's. Ja, du mich auch. So. Dann sammeln wir sie mal. Mist, jetzt kann ich da gar nicht mehr rüber. Wartet kurz. Das war dumm.
Ich wollte das ja mit der Explosion machen. Ja. Die Arme. Die arme Kuh. So, jetzt müssen wir nur warten, bis das Feuer weg ist. Oder geht das nicht? Fuck. Verbrennen wir halt beide. Okay, los geht's. Ich habe mich bereit gemacht, wie man sieht, für sie. Einfach nur... Ne, weil so kennt sie mich, so liebt sie mich, so mag sie mein Oberschenkel, meine Oberschenkelbürste. Ja, komm mal her. Ich will dich erschießen, mein Mädel. Guck mal, wie blutig sie da ist. Ich hab vergessen, die Shells zu holen, ich Idiot. Aber ist egal. Warte. Nein! Man kann das Viech in den Ofen stecken und verbrennen. Mann, ist das ein Kack! Ich glaube, ich kann es besser, wenn ich es hochhebe und einfach nur reinwerfe und ich erschieße sie dann einfach mal. Ah, bis gleich. Hallo, leider habe ich das aus Versehen getrunken, das Bier. Und natürlich kotzt man von einem Bier. Fällt er ja schon, weil er Schuldgefühle hat. Ich weiß es nicht. Ich mag es irgendwie nicht, wenn man sich immer nur alles nur denken kann. Wenn, dann soll man es versteckt oder sowas wissen können. Also, naja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Guck mal her. Im Dunkeln jetzt. Steht sie jetzt wirklich wieder auf? Yes! Perfekt! Guck mal, er weint. Glaube ich. Sein Schnurrbart ist da ein bisschen seltsam. Deshalb, ich denke mal, es war ein Unfall. Und sie ist irgendwie sauer oder so. Aber dass es rechts immer noch am Brodeln ist. Das muss ja gerade erst passiert sein. Und er war einfach gefangen da. Und guckt sich dann links trotzdem nackte Weiber an. Und sie war schwanger. Ich habe das Bild verschoben. Der wahre Horror. Aber es ist ein neuer Tag. Und diesmal habe ich ihn gar nicht nackt gemacht. Verdammte Scheiße. Beweg dich. Danke. Daher werden wir jetzt das schön beenden mit... wartet. Wo war das jetzt nochmal drin? Nein, Taschenlampe braucht keiner. Dann noch gute Sachen. Ins Bett. Ja, da machen wir später. Einmal machen wir uns hier rallig. So, warte. Damit beenden wir dieses wunderschöne Spiel und denken mir nur so, ja, guck mal. Weißt du? Oh, guck mal, habt ihr gesehen? Schön Achselbehaarung. Weil, guck mal, wir versuchen jetzt im Positiven wegzugehen. Ja, deine Frau und dein ungeborenes Kind sind vielleicht ertrunken und du wirst ewig festgehalten. Aber es gibt noch so viele Sachen auf der Welt. Alle drei wollen dich. Vielleicht kann die ja schwimmen. Mädels, kommt mal rüber. Mein Bild ist verschoben. Ja, ich verschiebe euch gleich was. Perf, 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 perf.
Und weil wir jetzt auch wollen, dass er sich ein bisschen beruhigen kann, behalten wir das so. Und ja, wenn Geist kommt, dann kommt auch ein Geist, weil er sie angeguckt hat. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dann schreiben könnt. Oder ihr habt jetzt nicht beide Hände frei. Bei dem Bild kann ich das auch verstehen. Bis dann.